So, was es mit dieser Rolle auf sich hat, das wollen Sie natürlich jetzt wissen, sollen Sie auch. Das ist nämlich eine neue Comedy-Serie im NDR-Fernsehen, Klampke, die Kiosk-Comedy. Wir gucken mal rein. Ja, ich hab dir schon tausendmal gesagt, Lotti, dass du, wenn du hier ankommst, zuerst mal den Fernseher einschaltest. Menschenskinder, muss man denn alles selbst machen? Ah, wer gemeint ist? Es ist natürlich Horst Lichter. Und Horst Lichter wird hier sitzen. In wenigen Augenblicken ist es soweit. Horst Lichter im NDR. Mein Horsti, ein richtiges Vorbild. Ich finde den richtig toll. Weißt du was, Lotti? Da machen wir heute Abend ein richtiges Public Viewing draus. Ja, das gucken wir alle schön zusammen hier im Kiosk. Keine 500 Meter von hier arbeitet meine Promi-Psychologin. Die hat nur so Stars auf der Couch. Ha, alles Prominente hier. Ich habe nur Promis. Aber was soll ich denn sagen? In dem Interview mit dem Henning Baumgarten. Sie machen das wie bei Bares für Rares. Das wollen die Leute sehen. 100 Jahre Horst Lichter. Wie feierst du dieses Jubiläum? Ach, da feiere ich nicht viel. Das ist nichts Besonderes. Ach. Aber das Sofa hier, das ist was Besonderes. Ne? Das heißt, ich würde sagen, 10.000 Euro. Hier hast du gleich mein Händlerkärtchen. Ach, nix. Buttertee, Kölsch, leckere Milkshakes, Braun, Kölsch, Wasser, Wasser mit Kohlensäure. Na, da war sie wieder im Schnäpschen. Ja. So, wir sind umgezogen in den Klampke-Kiosk und da haben wir auch Heide Klampke, die Chefin dieses Kiosk, also alias Gernot Haas. In Österreich füllt er Riesenhallen, also als Comedian, also kann man, wie sagt man es eigentlich, Comedy-Star, Kabarettist, Imitator, was hören Sie am liebsten? Also eigentlich bin ich Schauspieler im Grunde. Und bringe Leute zu lachen, indem ich in Figuren reinschlüpfe. Das mache ich am liebsten. Die unterschiedlichsten Figuren, prominente, aber auch fiktive Figuren, bis hin zur 80-jährigen Großmutter. Also alles, was ich sonst nicht angeboten bekommen würde für einen Film. Und diese Heide Klampke, was ist das für eine? Wir haben sie ja eben schon kurz kennengelernt. Ja, Heide ist irgendwie ein Hamburger Original. So eine kettenrauchende Kioskbesitzerin, die sehr mütterlich ist und auch Mutterwitz hat. Und die Stammgäste einfach mögen. Und die zu ihr kommen, die unterschiedlichsten Leute, die meisten davon spiele ich, also vom griechischen Obstverkäufer, der nebenan sein Geschäft hat und in Heide heimlich verliebt ist, über die schwäbische Kartenlegerin bis eben zu Promi-Psychologin Monika von Romberg, die da kommt. Monika von Romberg, was ist das denn für eine? Also sie nimmt gern mal ein Schlückchen und was macht sie ansonsten? Ja, also sie hat, sie therapiert natürlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich in der Therapie irgendwie eine Selbsttherapie macht. Ich glaube, sie benutzt ihre prominenten Patienten oder wie man zu denen sagt, um eigentlich selber ein bisschen sich selbst aufzuarbeiten. Ja. Und da hat sie ein paar Opfer gefunden. Also es ist eine witzige Rolle. Wie ist das überhaupt entstanden? Wie haben Sie Uschi Glas gewinnen können, da mitzumachen? Naja, ich bin ja schon seit meiner Kindheit eigentlich ein großer Fan von Uschi Glas und habe ja auch geschrieben als 12-Jähriger und 14-Jähriger und sie hat tatsächlich zurückgeschrieben damals. Als 12-Jähriger, was haben Sie denn geschrieben? Naja, dass mir jetzt bei München in Hamburg so gut gefällt und dass ich gerne ein Autogramm hätte und habe da ein bisschen über mich erzählt und sie hat tatsächlich auch relativ lang zurückgeschrieben. Tatsächlich? Wissen Sie noch, was sie geschrieben hat? Ja, sie hat geschrieben, dass sie sehr viel Post zu erledigen hat, aber dass sie sich so gefreut hat über meinen Brief und dass sie also mir alles Liebe wünscht und so. Und dann habe ich sogar beim Abschlussball meiner Schule gefragt, ob sie den Ehrenschutz übernehmen würde, zusammen mit dem österreichischen Bundespräsidenten. Also da steht man dann, das gibt es bei uns, da steht man dann auf der Einladung einfach drauf, mehr Verpflichtungen hat man nicht. Wie so eine Schirmherrschaft mehr oder weniger, genau. Wie bei uns heißt, gell? Und das habe ich dann auch gemacht. Und 2010 haben wir zusammen der Winzerkrieg gedreht. Ja. Allerdings hatten wir keine Szene miteinander und haben uns auch nur kurz unterhalten und uns am Münchner Filmfest wiedergesehen 2013. Ja. Und da hatte ich schon die Idee, sowas zu machen. Und habe sie gefragt, ob sie sowas interessieren würde. Prinzipiell, weil damals war, glaube ich, gerade Fuck You Goethe so erfolgreich. Mhm. Und da hast du gesagt, ja, aber eine Rolle, die ganz weit von mir weg ist, wie zum Beispiel eine Alkoholikerin. Und haben wir diese Monika von Romberg so geschrieben. Ja. Ja, also interessant. Und wonach entscheiden Sie das? Weil Sie kriegen doch wahrscheinlich unheimlich viele Anfragen. Ja, ich muss es dann lesen und ich muss es für mich, sagen wir, für mich muss es eine Herausforderung sein und für mich muss es
ich muss es einfach erleben können. Mhm. Also ich habe natürlich Sachen, lese ich, denke, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich das hinstecken soll. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da mache. Dann mache ich mache es nur, wenn ich es wirklich, wie ich das immer sage, die Rolle essen kann und dass ich die dann sein kann. Also die Monika von Romberg, die ist so, wie sie ist und fertig. Ja? Und die macht es so und die lässt sich auch nicht da von irgendjemandem, auch nicht von der Uschi Glas reinreden, die macht es so. Mhm. Und wenn ich mir das eben so vorstellen kann, dass ich da irgendwie ja, mich einbringen kann, dann mache ich das. Und wir haben auch beim Schreiben schon, also immer wieder telefoniert. Ja, ja. Und ich habe jetzt kein fertiges Buch geschickt, sondern vorher gefragt, wie stellst du dir das vor oder was hast du für Ideen? Und das haben wir dann alles versucht, da reinzubringen. Ja, hat ja auch viel mit Sympathie zu tun. Ne? Man muss ja auch miteinander so ein Gespür dafür haben, ne? Füreinander. Und man muss es halt auch ernsthaft erarbeiten. Ja? Es ist ja oft so, dass man so denkt, naja, so Komödie oder wir machen halt irgendwie, dann lachen die Leute. Mhm. Es ist schwer zu erarbeiten, finde ich. Also ich habe großen Respekt. Und wenn eine Komödie, wie zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, Fuck you Goethe funktioniert, dann ist es ein großes Können, weil dieses Timing, das du haben musst und dass es eben dann dazu kommt, dass die Leute sagen, eigentlich will ich nicht lachen, weil das ist ja eigentlich, diese Schulgeschichte ist ja eigentlich ein Drama und ja, ja, ja. Ja, dann musst du halt doch leider so lachen und denkst, mei, oh mei, also eigentlich geht's gar nicht, aber es ist halt dann so. Ja, dann das ist der Witz gut passiert. Genau, das ist, glaube ich, genau der Dreh. Wie ist das denn bei Ihren unendlich vielen Figuren, die Sie haben? Da ist ja Dieter Bohlen dabei, Horst Lichter, Udo Lindenberg, unendlich viele. Können Sie so problemlos auch vom einen zum anderen switchen oder braucht man da schon eine Weile, bis man sich hineinversetzt hat? Nein, also wenn ich die Figur mal kann, dann kann ich in die Figur reingehen. Das ist Horst Lichter zum Beispiel. Dann kann ich das, den Aschenbecher, der ist doch hundertprozentig historisch. Ja. Dieter Bohlen finde ich mega geil, du. Das ist richtig geil, hier zu sitzen mit euch zwei tollen Frauen. Ihr solltet mal die bei DSDS anfangen. Eigentlich eine tolle Idee, so ein Kiosk, weil es ja was sehr Kommunikatives hat. Ne? Also machen Sie das im echten Leben auch manchmal, so zum Kiosk zu gehen, um mal so ein Käffchen oder ein Weinchen zu trinken? In Wien gibt es die leider nicht so. Aber also hier finde ich das super. Ja, also und in Bayern gibt's, haben wir ja schon Hammer gesprochen, gibt es ja auch. Ja. Das Besondere an dieser Serie ist ja auch, es ist ja eine Mischung aus Fiktion und Realität. Genau. Also echten Menschen, wie kriegen Sie das hin? Naja, es ist so, dass die Figuren, also die Handlung findet im Kiosk statt und dann kommen Figuren rein, zum Beispiel Melody, und sagt, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag bei der Autovermietung. Und dann gibt es einen Rückblick und man sieht, was in der Autovermietung passiert ist. Und das ist dann versteckte Kamera. Ah. Und wir haben die Leute wirklich mit versteckter Kamera reingelegt. Das ist aber also wirklich verwoben mit der fiktiven Handlung, geht ineinander über. Und was wirklich gut gelungen ist, ist, dass erstens mal alle Leute einverstanden waren, dass wir das ausstrahlen, die versteckte Kamera. Dass es nicht aufgefallen ist, dass es versteckte Kamera war. Und dass ich auch in zwei Frauenrollen als Frauen funktioniert habe und von den Männern sogar Essenseinladungen gekriegt habe. Ja. Und die sehr erschrocken waren, als ich am Schluss gesagt habe, mein Name ist gar nicht Melody, ich heiße Gernot Haas und hier ist die versteckte Kamera. Witzig. Und wie lange brauchen Sie, bis Sie sich verwandelt haben? Diese Hedi Klamke, das ist ja schon sehr aufwendig. Ja, ne? Also die Verwandlungen waren aufwendig. Das dauert bis zu 3 Stunden, die Maske. Also ich bin fast jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden, teilweise allerspätestens um 5:30 und war um 6 schon in der Maske. Und das eben die 12 Drehtage lang. Also es war schon... Das war eigentlich das Anstrengende, auch ständig den Kleber im Gesicht und den Alkohol, um das wegzukriegen. Wir haben Bilder, so ein Zeitraffer, wie Sie sich in Horst Lichter verwandeln. Das ist ja auch nicht, guck mal, das ist ja auch nicht ohne, ne? Ja, genau, das sieht man, das sind 2,5 Stunden, glaube ich. Und da arbeiten eben 2 Maskenbildnerinnen an mir, um das möglich zu machen. Ja, das wird komplett hier alles, alles abgeklebt, die Haare, alles abgeklebt. Und, genau. Und dann Falten geschminkt und Bart und Brille und der Rest ist eben dann die Energie von der Figur. Ja, Sie sind ja dann auf Anraten von der Psychologin, ne, sind Sie ja dann auch zu Hinnack aufs rote Sofa gegangen. Sie sagt ja, mach's doch, du musst machen wie bei Baris Ferraris. Ja. Wie war das mit Hinnack? Hinnack war ja nun echt und Horst Lichter war falsch. Ja. Aber der musste natürlich auch ungefähr, was auf ihn zukommt und wie die Sendung gestaltet werden soll, die er mit Horst Lichter dann hat. Aber dass das so aus dem Ruder läuft, liegt an den Ratschlägen von Frau von Romberg, die der Horst Lichter, also mein Horst Lichter, völlig falsch auffasst. Ja, herrlich. Ein bisschen falsch verstanden. Ja. Genau. Haben Sie das denn schon immer gerne gemacht? Also auch in der Jugend, weil Sie haben gesagt, Sie Uschi Glas anschreiben und mit ihr zusammenspielen ist ja noch was anderes. Waren Sie denn in der Kindheit und Jugend auch schon am Schauspiel interessiert? Ja, ich habe immer meine Verwandten nachgemacht zum Beispiel und habe im Kleiderschrank meine Großmutter nachgespielt, bis die mich von der frisch gebügelten Wäsche runtergezogen hat. Und habe meinen Cousin, meine Cousine und meinen Bruder unterhalten und später dann eben die Lehrer parodiert. Und dann kamen so langsam Prominente auch dazu.
die ich nachgemacht habe. Aber das hat mir schon immer Spaß gemacht, ja, in andere Figuren und andere Menschen reinzuschlüpfen. Aber Sie würden sich nie trauen, Uschi Glas sich vorzuknöpfen. Naja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Wer weiß, schlecht nicht. Das wäre die Zwillingsschwester. Ja, ja, das wäre ganz lustig. Sind Sie mal parodiert worden, Uschi? Bestimmt schon. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke nicht mehr an ja. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, man gibt immer eine Angriffsfläche, da darfst du nicht so zimperlich sein, glaube ich. Ja, aber das sieht nicht jeder so. Da gibt es ja auch ganz andere Kandidaten, die sofort beleidigt sind. Naja. Wir versuchen das auch also in der Klamke liebevoll zu machen. Nicht verletzend, genau, sondern dass selbst die Prominenten, die wir zur Psychologin schicken, dass die hoffentlich auch selbst drüber lachen können, weil es so absurd ist, was dort stattfindet. Ja. Also egal, ob das 100 Jahre Horst Lichter sind, die gefeiert werden, oder ob Udo Lindenberg aus dem Hotel Atlantik rausfliegt, das ist schon alles ein bisschen überhöht und, glaube ich, dadurch auch lustig. Hat der Udo noch was zu sagen zu der ganzen Angelegenheit? Ja, ist richtig toll und so. Ein Kosmonauten-Albtraum. Ich weiß nicht. Ich freue mich auf Freitag mit Uschi. Ja, freuen wir uns auch. Wir müssen überhaupt noch sagen, wann. Also Klamke, die Kiosk-Comedy, können Sie sehen. Die erste Folge jetzt am Freitag, direkt nach der NDR Talkshow. Und ich glaube, am Freitag drauf kommt dann gleich die nächste Folge. Also Sie werden schon bald überhaupt nicht mehr ohne auskommen. So, morgen habe ich auch einen tollen Gast. Gabriela Marie Maria Schmeide kommt, großartige Schauspielerin, kennen Sie aus dem Tatort, aus Die Flucht, Das weiße Band, Frau Müller muss weg, unendlich viele Rollen hat sie gespielt und wird hier in der Sendung erzählen über ihr Leben, auch über ihre interessante Kindheit und Jugend. Ja, ich fand's toll, dass wir hier so, es ist richtig gemütlich hier. Ne? Ja. Wir bleiben hier sitzen. Ja, bleiben man könnte ein bisschen Glühwein. Aber da muss aber noch ein Glühweinchen her, finde ich. Ne? Also ich drücke die Daumen, dass das alles gut läuft. Vielen Dank. Schnaps soll drin. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen.